Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir einfach mal so einen Einblick in meine Nagelroutine zeigen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich werde vermehrt danach gefragt, wie lange ich so brauche und was ich so treibe. Ich brauche insgesamt, ich sag mal, eine halbe Stunde, also wirklich alles in allem. Und dann sind die Nägel auch weitestgehend getrocknet. Also man sollte dann vielleicht ein bisschen die Finger stillhalten, aber eine halbe Stunde plane ich zeittechnisch immer ungefähr ein. Und danach habe ich halt nicht vor, irgendwie die Wohnung zu putzen, sondern mache das dann entsprechend zu einem anderen Zeitpunkt. Meistens lackiere ich mir dann irgendwie abends die Nägel oder so und dann schneide ich noch ein Video oder setze mich vor den Fernseher. Wobei, vor den Fernseher setze ich mich in der Zeit gar nicht mehr so häufig oder gucke mir halt ein YouTube-Video an. Das Ganze startet meistens am Abend vorher schon, wenn ich meine Nägel ablackiere. Das mache ich einfach mit diesem Schwämmchen in einem Pöttchen. Das hattet ihr mir mal empfohlen und das habe ich auch gerne so übernommen und mache das auch weiterhin gerne so. So Glitzerüberlacke oder Glitzerlacke bekommt man damit jetzt nicht so ganz perfekt weg. Da muss man entweder ordentlich reiben oder ich knibbel manchmal dann noch mit meinen Fingernägeln oder nehme mir halt ein Stück Klopapier, mache das dann so unter meinen Fingernagel und dann kratze ich über den anderen Fingernagel drüber. Man kriegt es irgendwie ab, sagen wir es einfach mal so. Aber Glitzerlacke sind halt grundsätzlich etwas schwieriger. Aber an und für sich funktioniert es super schnell mit diesem Pöttchen. Dann ist es super wichtig, weil du musst ja auch wirklich eine Basis schaffen, damit der Nagel dann ja auch vorbereitet ist, um dann später halt auch ordentlich lange den Nagellack zu halten, ne? Denn bei mir hält so eine Maniküre eine Woche, anderthalb Wochen ungefähr, ne? Also richtig lange tatsächlich. Das liegt aber auch daran, dass ich mir halt schon viel Mühe gebe und relativ viele Schritte mache. Das heißt, dass ich dann auch sogar ein Handpeeling mache, nachdem ich meine Hände oder meine Nägel ablackiert habe. Da habe ich jetzt aktuell einfach eins in Anwendung, was ich mal in der Goodiebox drin hatte, aber es gibt auch immer mal wieder schöne Handpeelings. Du kannst auch Körperpeeling nehmen, Hauptsache mechanisches Peeling. Wichtig ist dabei, dass du dann auch wirklich einzeln über jeden Nagel nochmal drüber gehst. Damit entfernst du dann nochmal irgendwelche Rückstände und du peelst auch irgendwie die Nagelhaut, was auch ganz schön ist. Ich bin nämlich so ein elender Nagelhautkauer. Und das ist dann natürlich auch nicht so ansehnlich und so halte ich mich dann auch ein bisschen davon ab, denn gepielte Hände sind schöne Hände. Meistens ist es dann so, dass ich dann ja das, wie gesagt, am Abend davor mache, dann duschen gehe und so und dann am nächsten Tag oder nächsten Abend, also ungefähr 24 Stunden später, mir dann ja die Hände nochmal neu mache. Und ich starte die ganze Geschichte mit einem Cleanser, den gibt es zum Beispiel von Evelyn, weil ich habe ja meistens schon meine Hände vorher gewaschen, aber trotzdem hast du dann noch irgendwie vielleicht ein bisschen was Fettiges oder so dran, was dann ja auch in dem Sinne dazu führen würde, dass die Maniküre nicht so lange hält, wie sie halten würde, wenn du so einen Cleanser verwendest. Und das ist einfach nur auf ein Tissue geben, auf ein Kosmetiktuch, dann über die Nägel drüber gehen. Habe ich bei meiner Nagelfee damals gelernt, als ich noch Gelnägel hatte. Danach verwende ich immer einen Base Coat. Da habe ich jetzt auch einen in Anwendung, den ich super gerne mag und den ich auch wirklich sehr empfehlen kann. Den hatte ich mal in der Box drin. Von Nails Inc. ist es einer. Ich verlinke euch auch die Produkte, soweit ich sie finden kann, in der Infobox. Schaut super gerne mal vorbei. Gut, das kann ich jetzt bei den Nagellacken an sich jetzt nicht so machen, aber bei den Produkten, die ich halt immer verwende, ne? Genau. Ja, und dann mache ich mir halt den Base Coat auf jeden Nagel einmal drauf. Und da verwende ich auch nicht allzu wenig. Und in der Zeit, wo ich dann ja einmal komplett über die Nägel drüber gehe, trocknet das meistens auch schon an. Also das funktioniert super, super schnell. Dann ist meistens der Zeitpunkt, wo ich dann die ganzen Nagellackfläschchen aufmache, denn ich verwende dann ja nicht nur einen einzigen Farblack, sondern mindestens 10 andere verschiedene Lacke. Und ja, dann öffne ich die ganzen Lacke, um das Ganze vorzubereiten. Hab dann auch vor mir einfach ein Kosmetiktuch liegen mit einem Rosenholzstäbchen und von Essence habe ich auch so einen Nagel-Corrector-Pen, den haben die immer wieder im Standardsortiment, falls mal was daneben geht und es geht oft was daneben. Ja, genau, dann habe ich diese ganzen Lacke vor mir stehen und sitze dann halt irgendwie am Tisch oder so und mache dann halt, dass ich Finger für Finger erstmal eine ganz dünne Schicht sowieso auftrage. Da ist es auch nicht schlimm, wenn ich mit den Farblacken am Anfang anfange, wenn dann irgendwas streifig aussieht oder so ist oder es halt nicht perfekt aussieht. Und ja, weil ich mache insgesamt von den Farblacken an und für sich
drei Schichten. Also das ist so, ne, Basecoat, drei Schichten Farblack oder wie auch immer, Effektlack und darüber dann vielleicht noch einen weiteren Topper oder so. Wenn ich aber Nagellacke habe, wo ich einfach schon in der ersten oder in der zweiten Schicht merke, alles klar, die halten schon oder sind schon sehr, sehr deckend, dann belasse ich es auch dabei. Ne? Aber ich mache wirklich nur in der Hinsicht super, super dünne Schichten, da übertreibe ich nicht, damit es auch nicht zu lange braucht, um zu trocknen oder zu dickes allgemein vom Fingergeschichten gedünsten. Ne? Genau, und wenn ich damit durch bin, dass ich dann wirklich einmal komplett meine Fingernägel lackiert habe, dreimal drüber gegangen bin und dann gegebenenfalls auch einen Effektlack oder wie auch immer auf meine Finger noch on top mit drauf gegeben habe, verwende ich einen Topcoat. Und da kann ich euch wärmstens und absolut empfehlen von Essie diesen Platinum irgendwas, Platinum Glaze heißt der, glaube ich. Der macht wirklich ein Finish, als hättest du künstliche Nägel, als hättest du Gelnägel, und er macht die Geschichte wirklich haltbarer. Viele von euch haben es auch schon in meinen Shorts oder in meinen Reels auf Instagram und hier auf YouTube gesehen, dass ich euch den empfohlen habe, haben den nachgekauft und können das wirklich auch bestätigen. Der ist ein bisschen teurer, der ist irgendwie knapp unter 15 Euro, kostet ja so ein Fläschchen. Hält aber auch richtig lange und der macht dir einfach die Nägel toll, dass es hält. Und ja, den mache ich halt auch, nachdem ich wirklich komplett drüber gegangen bin, alle Schichten drauf sind, über alles drüber. Wichtig, auch hier nicht mit dem Produkt zu geizen. Das ist genauso wie mit dem Basecoat auch. Ne? Das heißt, ich gehe dann einmal in das Fläschchen rein, gehe über meinen Nagel, verteile das auch schön auf meinem Nagel und dann, wenn ich dann noch was, also dann streiche ich einmal kurz über das Kosmetiktuch mit dem Pinselchen oder auch zwei, dreimal, damit ich die eventuell daran haftende Farbe von meinem Farblack runternehme. Denn ansonsten machst du dir natürlich das Produkt irgendwann schmoddelig und das wollen wir nicht. Oder schlimmstenfalls ist es dann auch so, dass du dann, ja, schlimmstenfalls kommt, ne, das ist jetzt kein Beinab, aber dass wenn du dann den einen Nagel gemacht hast und dann wie ich unterschiedliche Farblacke drauf hast, dass du dann natürlich von dem Orange was mit zum Rot nimmst oder von dem Rot zum Blau oder so, das sieht dann nicht so nice aus. Deswegen mache ich das wirklich so komplett einmal reingetunkt, nicht irgendwie groß abgestrichen, vielleicht eine Seite, damit der Tropfen, der da dran ist, nicht so groß ist. Den Tropfen, der dran ist, schön auf dem Nagel verteilen und dann noch einmal abstreichen am Kosmetiktuch und dann wieder ins Fläschchen reintunken für den nächsten Finger. Und das ist es eigentlich auch schon gewesen, ne? Es ist eine schöne Me-Time, die ich dann habe, und ich werde auch öfters mal gefragt, wie machst du, dass du quasi beide Hände lackierst, also dass ich rechts und links, das ist absolute Übungssache. Ich habe das anfangs nicht so wirklich hingekriegt, dass ich dann auch meine rechte Hand schön lackieren konnte, aber mittlerweile funktioniert es immer besser und ich habe ja ansonsten mein Nail Corrector Pen, mit dem ich dann arbeite, um das Ganze dann wieder auszubessern, aber ganz am Anfang sah das echt schlimm aus, da hatte ich auch, dass meine linke Hand dann nicht so kraftvoll war und so gezittert hat, aber im Großen und Ganzen funktioniert es doch eigentlich mittlerweile ganz gut und ich bin auch sehr zufrieden mit dem, was dann dabei rumkommt, und es macht mir einfach Spaß. Und ich finde auch, eine halbe Stunde pro Woche oder alle anderthalb Wochen ist eine schöne investierte Zeit, einfach für ein bisschen Farbe im Leben. Ich mag's. Ja, ihr Lieben, das ist es schon gewesen und jetzt habe ich euch einfach mal gezeigt und erzählt, wie meine Nagelroutine so abläuft. Hoffentlich hat es euch hier gefallen und ich konnte euch irgendwie was mitgeben, was euch dann auch demnächst helfen wird auf eurer Reise. Ach so, Nägel schneiden mache ich tatsächlich immer im lackierten Zustand. Das ist vielleicht auch so eine ganz interessante Sache. Mache ich dann mit einem Nagelclipser, dass ich mir die Nägel kürze und dann auch mit der Feile entlang gehe. So schaffe ich es, dass ich dann in der Maniküre gegebenenfalls auch noch mal ein bisschen länger tragen kann. Weil meistens platzen bei mir die Nägel hier vorne halt ab. Ne? Und genau, das vielleicht einfach nur nochmal so mit auf den Weg gegeben, denn dann kann man, wenn man möchte, halt nochmal wirklich den Topcoat zum Beispiel drüber geben und hat dann einfach nochmal ein paar Tage hinausgezögert. Ja, ihr Lieben, das ist es hier von mir gewesen und meiner Nagelroutine. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, lass es dir ganz einfach gut gehen, fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir einfach mal hier oben ein Video, beziehungsweise meine Playlist mit den ganzen Schminkvideos nehme ich einfach mal. Und nein, ich nehme Claudi zeigt mal Videos. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und das vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!